Tödlicher Streit zu Halloween. Ein 13 Jahre alter Junge ist in einem Park in Berlin erstochen worden. Ein etwa 45-jähriger Mann soll zudem einen 22-Jährigen schwer verletzt haben. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei zieht der mutmaßliche Täter das Messer bei einem Streit mit einer 7-köpfigen Gruppe. Sie besteht bis auf den 22-Jährigen aus Kindern und Jugendlichen. Bei einem anschließenden Handgemenge sticht der Mann offenbar mit dem Messer zu und flüchtet. Der 13-Jährige stirbt trotz Wiederbelebungsversuchen noch am Tatort. Der 22-Jährige wird schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der etwa 45-jährige Verdächtige soll eine Oberkopfglatze und einen graumelierten Vollbart haben. Die Polizei sucht nun Zeugen der Auseinandersetzung.